Ein wunderschön, ja, willkommen zurück zu Grim Fandango Remastered. In den letzten Folgen sind wir ein bisschen wahllos hin und her gelaufen. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe das Spiel vor vielen, 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 vielen Jahren gespielt. Kann mich an einige Sachen erinnern, an andere nicht. Unter anderem konnte ich mich nicht erinnern, was mit dem Schlüssel, da ist er, mit dem Schlüssel es zu tun hat. Was wollte Nick mit diesem Schlüssel? Genau, denn dieser Schlüssel war ja eigentlich in den Unterlagen drin, die ja diese Lola mitgenommen hat, die wir nicht finden können. Und ich dachte, dass der Schriebs bei Loop hatte gesagt, da gibt es ein Schreiben und so weiter. Dann wurde aber nur der Schlüssel gefunden. Und ich dachte, das wäre das hier, was es aber nicht ist. Aber es gibt eine Stelle, die wir hier in dem Spiel noch gar nicht angeguckt haben. Und da gehen wir jetzt mal hin. Denn da brauchen wir genau den Schlüssel. Das ist, wenn man halt nicht jeden Ort abklappert und sich dementsprechend diese Orte nicht einprägen kann, dass sie existieren. Und dass da möglicherweise, aber auch nur möglicherweise, etwas offen sein könnte. Ja. Selbst schuld. Aber nun gut, das ist ein Spiel. Whee. So, denn wir sind zwar toll hier zu den Bienen damals, letztens gelaufen. Aber da hinten scheint auch was zu sein. Da kommen wir zwar so nicht hin, aber wenn man jetzt hier langläuft... Ha! Ich habe es nämlich einfach mal offscreen nach der letzten Folge geguckt, wo es lang geht. Und habe bis zu dieser Stelle gespielt. Weil mir der Rest nämlich dann einigermaßen einleuchtend war wieder. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Und gucken mal, ob der Schlüssel passt. Abgeschlossen. Denn genau, es ist abgeschlossen. Wir nehmen also den tollen, tollen Schlüssel, der da ist. Und Feuer frei. Und die Tür ist offen. Wir gehen rein. Lola? Geh weg, Manny. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Da ist sie. Lola. Hat Nick dir das angetan? Ja. Er wollte dieses Foto unbedingt haben. Gesprossen. Aber er wird es nie finden, dieses Schwein. Ich mach ihn fertig, Lola. Ich zeige Max das Bild und lass Nick auflaufen. Wo hast du es versteckt? Oh, Manny, es ist alles meine Schuld. Immer gerate ich an die falschen Typen. Wusstest du, dass ich mal in dich verknallt war? Oh. Aber du hattest ja immer nur diese Matche im Kopf. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Lola, wo ist das Foto? Sag mir, hätte ich eine Chance gehabt? Vergiss es. Du musst Olivia warnen. Sie muss sich andere Männer aussuchen, sonst wird sie so enden wie ich. Sag ihr, sie soll sich einen netten Kerl suchen wie dich. Lola! Lola! Oh, Lola. Oh ja. Es ist eine Zunge darauf abgebildet und daneben steht Nummer 22, Lengua. Tja, nun hat man die ganze Zeit die Lola gesucht, die ja dieses diskriminierende Foto von Nick mit der anderen gemacht hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. In dem Blue Casket Club ist sie drin hier, also hier vorne in dem. Und es war anscheinend so ja, böse, dieses Foto, dass man dafür jemanden ersprießt. Gut. Wir haben jetzt jedenfalls... Womit? Ja, so eine Karte. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Dieses Stück Karte ist definitiv hier oben von
ja, von der Kleidersammlung wollte ich gerade sagen, vom Kleidersystem, nicht System, das System, wie die Kleider abgehangen werden von den Gästen, die dann kommen, die bekommen dann so ein Kärtchen. Dafür ist diese Karte auch zuständig. Es ist eine Zunge darauf abgebildet und daneben steht Nummer 22, Lengua. Nehmen wir und benutzen das mit Loop. Hey, das ist eine Karte von meinem neuen Garderobensystem. Yeah. Es ist dir also doch nicht egal. Nein. Kann ich meinen Mantel haben? Und oh, ist das aufregend. Jo. Okay. Sekunde. 22, na, jetzt bin ich gespannt. 22, Lengua. Hier ist er. Oh, Mist. Stimmt was nicht? Das gibt's doch nicht. Loop, was ist denn? Das kann nicht deiner sein. Doch, danke. Was willst du mit dieser winzigen Damenjacke? Du hast nicht zufällig da hinten eine Kamera gefunden? Nein. Sie muss sie irgendwo anders versteckt haben. Ich sag's dir morgen. Ja, die Klamotte ziehen wir uns an, oder nicht? Aber erst schauen wir uns die mal an. Das ist Lolas Jacke. Ja. Arme Lola. Wenn ich nur ihre Kamera oder den Film hätte, dann hätte ich Nick da, wo ich ihn haben will. Da steckt ein Stück Papier in einer der Taschen. Da steht nichts weiter drauf als Nummer 36, der rostige Anker. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Der rostige Anker. Der rostige Anker. Da steht nichts weiter drauf als Nummer 36, der rostige Anker. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Keine Ahnung, Manny. Die Nummer gehört nicht mal in mein System, Manny. Und ich glaube kaum, dass ich einen rostigen Anker annehmen würde. Wen können wir denn jetzt fragen? Rostiger Anker. Ich überlege. Könnte das irgendwas mit den Wetten zu tun haben? Das hier mit der Katze hier hinten. Da stand doch was dran. Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrekordes und Liebling der Massen in Rubalcaba, bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand, als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. Okay, ich habe mich geirrt. Oder ist das eine Platzierung?
Glottis kennt sich doch mit, Die Zielgerade! Gib alles, Kätzchen! Genau. Mit Wetten aus, dass du das vielleicht hast es geschafft. Die Nummer ist oder irgendwas in dem Dreh. Brave Katze! Was Können ist denn wir jetzt? Bald gehen? Was hast du gesagt, Kitty Cat? Du sollst nicht reden, du sollst laufen! Okay. Lauf! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Mach schon! Du schaffst es! Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Okay. Bus, 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 Bus! Miau! Was haben wir noch? Ansonsten... Ansonsten stellen wir das hinten an und gucken, was wir beim Tätowierer vielleicht schon erreichen können. Den hatten wir schon mal besucht. Der ist hier unten drin. Und da ist ja auch der Seemann, der Matrose. Da ist er, Naranja. Sieht schmerzhaft aus. So. Mit ihm können wir sprechen. Eine Maus? Du treibst mich zur Weißglut, Kalamir. Ich frage jetzt hier jeden. Das ist natürlich auch doof. Ah, nicht jetzt, Manny. Ich bin mit einer Rancha beschäftigt. Okay. Kann man den irgendwie... Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Sollte. Tut's aber nicht. Ich kann die Schmerzen stoppen. Schalte den Bohrer ab und höre auf. Wie wär's damit? Nein, nein, nein. Ich schaff das schon. Mach weiter, Alter. Ich geb dir gleich, Alter. Matrosensöhnchen. Wir nehmen mal... Eine große Pipette voll mit schmutzigem Wasserpfeifenwasser. Wenn sein Schmerzmittel nicht mehr geht... Nee, er würde es bemerken. Aha. Das hebe ich nicht auf. Irgendwas war... Das hebe ich nicht auf. Aha. Ah, was ist? Soll wohl das Gemüsefach sein. Riecht allerdings eher wie ein Schimmelpilzfach. Jetzt? Leer.
ist er? Ist er jetzt vielleicht nicht beschäftigt? Wenn ich mit Narancia fertig bin, dann werde ich Schlappohren auf deinen Schädel tätowieren, ja, sodass jeder sieht, was für ein Arsch mit Ohren du bist. Nee, er würde es bemerken. Nee, er würde es bemerken. Doch noch nicht geklappt. Aber jetzt ist er abgelenkt. Oder war ich zu langsam? Ich war zu langsam, oder? Was hab ich? Geht er nicht mehr zu. Hey, halt still, halt still. Was ist los mit dir? Tod? Ah, wach auf, aufwachen. Ich arbeite nicht am Besoffenen, Idiot. Was seid ihr bloß für Matrosen? Nix vertragen, aber Fuselsaufen. Glaub ja nicht, du könntest verschwinden, ohne zu bezahlen. Velasco, Toto, ich hab deinen Narancia hier. Ach ja? Naja, er wird schon wieder nüchtern. Ja, ja, er taucht morgen auf der Limbo auf. Ja, versprochen. Okay. Oh, ja, ja, das hab ich ihm gesagt. Sieht nicht so aus, als würdest du morgen zur Arbeit erscheinen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Mal sehen, was du bei dir hast, Matrose. Matrose Anselmo Narancia, Fähnrich dritter Klasse. Tja, manche Dinge ändern sich. Ich habe ihn schon ziemlich gründlich durchsucht. Du willst also immer noch gehen? Hör auf mich. Ah, Moment mal eben. Nein, nein. Was denkst du dir nur dabei? Ja, 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 ja. Oh, ist der laut. So, das wollte er das ja nicht haben. Ah, Moment mal eben. Sagt dir das irgendwas? Du meinst, abgesehen von dem Song, dem Gedicht der Bar und der Statue, die so heißen? Klar, das ist eins meiner berühmtesten Motive. Komm, ich zeig's dir. Lass sehen, Nummer 36. Hey, was ist denn das? Na, was ist denn das? Das hat meine Freundin Lola hier für mich hinterlassen. Ja, ja, richtig, Lola war hier. Süße Kleine, ist wie eine Tochter für mich. Sag ihr, Papa Toto lässt sie grüßen. Oh, klar. Klar. Jetzt sehe ich es hier im Detail gerade, mal na genauer. Klar, sicher, ich verstehe. Sind natürlich auch weitaus hochauflösendere Texturen. Definitiv. Von den Objekten und Gegenständen und Personen hier. Und man sieht das besonders deutlich an den Tattoos. Die waren natürlich in der Originalversion, war das ein Klecks farbliches Hast Elend, du das wirklich wenn man so will. Gesagt? Also es sieht schon richtig klasse aus. So, wir sind schon ein schönes Stück weitergekommen. Wir haben jetzt das Foto. Sieht aus wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Marry me, Olivia. Ja. Haben wir noch irgendwas? Das ist das schlimme Foto. Ist ja richtig schlimm. Tja. Hm.
Aber gut. Wobei, das ist von einem... Moment, noch mal gucken. Von einem Rennen, oder? Was soll ich mit dem Schild eigentlich jetzt sagen? Das hat was mit den Rennen zu tun. Rennen sind hier hinten. Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Montag, Dienstag. Hier ist ein Datum. Aha. Was ist das jetzt geworden? Wettscheine. Tag, Rennen. Rennen Nummer 6. Moment mal. Das ist das Rennen Nummer 6. Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrekordes und Liebling der Massen in Rubakaba, bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand, als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. So, war da alles jetzt Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze, bis ihre Karriere plötzlich und als das Luftschiff Olivia fehle der zutiefst in... So, dann fragen wir kurz mal Glottis, ob der das vielleicht weiß. Okay, Moment mal. Den zeigen wir mal das Foto. Los! Aber vielleicht geht es in die richtige Richtung. Lauf! Fang die Maus! Du schaffst es! Okay. Was hast du gesagt? Weiter, Miezekätzchen! Dann zeigen wir ihm das. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Nee, Quatsch! Das kann doch nicht wahr sein! Falsche Richtung. Lauf! Nee, war schon die richtige Richtung. Oh. Du hast es geschafft! Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Das kann doch nicht wahr sein. Gut so, Kätzchen, so mach mal. Mir fehlt aber eine Option dann noch.
keiner da. Hallo? Oh, hi. Den Wettabschnitt, bitte. Was? Ich brauche einen Wettabschnitt von dem Rennen, für das Sie sich interessieren. Inwiefern interessieren? Interessieren insofern, dass Sie vermutlich ein Zielfoto sehen wollen. Hier, bitte sehr. Der sieht aber anders als unsere normalen Tickets aus. Er stammt noch aus der letzten Saison. In Ordnung. Nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Es ist nur ein Haufen Katzen. Ja, aber sehen Sie nur, wie schnell die sind. Ah. Tut mir leid, mein Herr. Da wird Olivia das, Nächste Mal gewinnen Sie versteckt bestimmt haben. Die Frage ist aber... Zweite Woche. Das ist, glaube ich, unstrittig. Das ist eine 6. Das war nämlich das Rennen Nummer 6. Hallo? Mal gucken. Oh, hi. Den Wettabschnitt, bitte. Hier, bitte sehr. In Ordnung. Nur eine Sekunde. Oh, der fragt gar nicht nach. Hier, bitte sehr. Aha. Was ist? Haben Sie gewonnen? Und wie? Danke, Kumpel. Schön, dass ich helfen konnte. Aha. So, das mit dem Dienstag war jetzt geraten. Woher kommt gegebenenfalls die Info mit dem Dienstag? Huch. Oh la la. Lolas letzte Arbeit. Ein delikates Foto von Olivia, wie sie Nick küsst. Tja, und mit Hilfe dieses Fotos werden wir, denke ich mal, hier weiter vorgehen gegen Nick. Zumindest haben wir jetzt ein Druckmittel. Ja. Und in diesem Sinne, ist schon ein bisschen spät. Und ich schau mal, ob ich irgendwo eine Information kriege, wie man auf dieses Dienstag kommt. Weil das war wirklich pur geraten. Die 2 und die 6, die waren noch logisch. Aber die Dienstag, das war einfach ein Glücksgriff. Und wenn ich das rausgefunden habe, machen wir dann weiter an der Stelle. Bis dahin. Ciao, ciao.